Ja, ein bisschen durch die Gegend geschauert. Wenn da oben einer in der Tanne liegt, da am Berg oder im Gebüsch, hätte ich wahrscheinlich eh nicht gesehen, vor Ah, dem roten ich Sonnenscope. schwimme schon hier los, da können wir gleich dort nämlich an Land gehen. Der Seite, wo das kleine Gefängnis ist. Weißt Ja. So, G1 drücken und zurücklehnen. du? Bin ich ja mal gespannt auf Miss Created. Also in den Videos sieht das eigentlich immer ganz gut aus, ey. Nur Sieht schade, gut da kann aus. kein Mensch spielen, ne? Ist auch relativ gut von der Performance. Das ist das Gute im Gegensatz zu DayZ halt, weißt du? Also damals, wo ich zumindest gespielt hatte. War schon länger her, oder? War das letztes Ja, Mal schon gezockt? länger her. Das ist auch letztes Jahr irgendwann war das. Ich glaube so im Oktober oder. War sogar im August oder so letzten Jahres, Juni, Juli, Das August irgendwann. ist schon fast ein Jahr her, ey. Ja. Zeit vergeht. Ja, die Zeit rennt. Ist arg, das spielen auch ziemlich viele, ne? Obwohl das so performance-mäßig noch nicht so der Ja, eben. Burner sein soll, Aber ne? das spielen echt viele. Ja, performancemäßig soll das auch krass sein, irgendwie. Aber wer weiß, vielleicht lässt das auch nach. Seid neu, kaufen sich viele. Ja. Ich fand das jetzt, weiß nicht, irgendwie von der Grafik und so, ja, auch nicht so der Burner, weiß nicht. Das Setting spricht mich jetzt nicht so an, da mit den Dinosauriern irgendwie. Es hat schon irgendwie was, das darf den dann, Weiß aber nicht. irgendwie, ich fand das jetzt nicht so. Keine Ahnung. Weiß nicht. Da habe ich lieber so, da hatte ich lieber das eine, das habe ich ja auch, Stranded Deep oder sowas. Wo du auf so einer einsamen Insel strandest und dann überleben musst. Und gar nichts hast und dann noch die Bäume fällen, Kokosnuss machen und dir dann ein kleines, so wie hier Dings hier eigentlich, wie der Film. Hier mit Tom Hanks. Castaway, kennst du Achso, den? ja, klar. Ich schon bestimmt 3, 4 Mal geguckt, ey. Ja, Ich guck den immer gern. Wenn der im ich auch. Fernsehen kommt, ich guck den immer. Ja, ich finde den auch irgendwie cool. Weiß nicht, hat irgendwas. Wilson. Ja, Wilson. Der hat was irgendwie. Also manche Filme kann man sich öfter mal Ja, reinziehen. genau, das stimmt. Naja, auch so ein Nischenprodukt, wa? Also ich meine, das Spiel, was du jetzt Ja, gesagt hast. das ist auch so. Was hat auch der Gronkh und so gespielt, sogar? Aber die spielen ja alles mal kurz halt die Hand, 2, 3 Folgen, Aber ich aber habe jetzt mal halt. geguckt bei YouTube, der spielt auch aktuell nur zwei Spiele, der Gronkh. Witcher Okay. 3 und noch eins. Ah, das Ark. Und der Sacha, also spielt gar nichts zurzeit. Mal, Irgendwie. ja, die sind ja, der ist ja, glaube ich, der Gronkh ist der Geschäftsführer oder irgendwie so ein Mist. Und Sarah, der, also Gronkh ist, glaube ich, der CEO Ja, von von Blizzard. dem Dings, von dem Play Massive und so, ne? Von Ja, dem. die. Und der Sarah ist da stellvertretender oder irgendwie sowas. Ja, der Gronkh macht immer Irgend. freitags auf Twitch Livestream. Das habe ich mir ein paar Mal angeguckt. Aber der spielt ja immer irgendwelche Spiele, keine Ahnung. Komische Spiele. Meistens. Ja, der hat Glück gehabt, dass er einer von den ersten war, ne? Ja, eben, das ist ja das. Na gut, man muss schon sagen. Der kann aber auch reden und alles, weißt du, Ja, und gut, entertaining, weißt du, das. das muss natürlich sein, das ist schon Ja, wichtig. Wenn dein deswegen. Maul nicht aufkriegst, ist Nee. das schlecht. Aber er war trotzdem einer der Ersten. Ja, wer war noch einer der Ersten, das kommt dann natürlich dazu, ne? Hat das gut beherrscht oder beherrscht es gut? Ja, eben, dann passt das natürlich perfekt. Und jetzt macht das jeder oder auch auf Twitch. Dann, wenn ich das immer sehe.
Alle mal mit ihren Donate-Buttons. Ja, das ist übel, ey. Kaum Zuschauer, aber wollen Spenden haben. Das ist ja das, bei Twitch will zurzeit jeder machen und jeder darf aufspringen. Deswegen mache ich das gar nicht erst. Oder versuch's gar nicht erst jetzt irgendwie. YouTube startet ja jetzt bald ihr ja, Dings, wollte ne? Ich gerade sagen, ja, genau. Mal gucken, was dann auf Switch wird. Ja. Mal gucken. Aber YouTube würde ich vielleicht dort auch mal Livestream machen, aber das startet ja erstmal nur in den USA und Großbritannien. So wie ich gelesen habe. Ja, richtig, stimmt. Naja, mal schauen. Irgendwas Neues wird irgendwann wieder kommen. Weißt du? Zurzeit ist halt das Livestreaming. Ja, da brauchst du dann auch das richtige Spiel immer, ne? Eben. Zum Stream. War nicht aufgepasst, ob hier irgendwas los ist, auf der Insel. Ich guck so ein bisschen, ja, also. Mit Zoom sehe aber nichts. Letztens war so ein cooles Event auf Twitch. Waren so ein, ja, sag mal so Underground-Twitcher. Mhm. Die streamen also die meiste Zeit eigentlich DayZ und die haben sich so zusammengeschlossen und okay. Haben so ein Event veranstaltet. Jag den Streamer. Ich meine, die haben jetzt nicht zu Ende geguckt. Ich habe ein bisschen davon geschaut. Aha. Ja, dann konnte halt die Community, die haben dann gesagt, auf welchem Server sie sind, aber nicht wo. Ah, okay. Und dann zwar die Bilder gezeichnet, dann musstest du rausfinden, wo die waren. Die waren in Mogilewka. Aha, okay. Da waren, glaube ich, weiß nicht, 6, 7, 8 Streamer. Einer von denen hatte einen Teddy. Ja, du musstest dann halt gucken, dass du die Streamer da erschießt. Und den Typ dann, der den Teddy hatte, den musstest du halt dann ausnehmen. Und den Teddy, da stand dann irgendwie so eine Nachricht drin auf so einem Blatt. Das war ganz interessant, aber wie gesagt, ich habe nicht zu Ende geguckt. Ich weiß nicht, ob die das jetzt geschafft haben, die Community oder die Streamer. Aber vor allem nicht verkehrt, fand ich. War bestimmt spaßig. Das ist keine schlechte Idee, das stimmt. Die hockten da alle in Mogilewka, hatten sich so ein bisschen verteilt, da die Streamer. Da kam's. Ja, und dann kam einer nach dem anderen da an und wollte ihn ans Leder, ne? Nachdem die rausgefunden hatten, wo sie dann sind. Oh, da oben am Turm ist einer. Auf welchen? Ganz oben, der hohe Turm war einer, habe ich gesehen. Da, andere Seite jetzt. Auf dem Dingsturm, auf dem... Ja, ja. Also nicht hier vor uns der Schornstein, sondern so. Der Gefängnisturm. Ach, Gefängnisturm, okay. Jo. Ach, aber er ist rechts auf dem Ding und dann links auf dem Ding. Ja, der wird jetzt wieder runtergehen und okay, dann wissen wir, dass dort jemand ist. Okay, Frage ist mal, ist er alleine? Frage ist, ob der uns gesehen hat. Ja, von dort, wir sind ja von der Seite geschwommen. Der ist bestimmt erst hochgekommen. Wir können ja immer ein bisschen lauern. Muss ja aufpassen, dass hier noch andere sind, ne? Naja. Oh, bei mir leckt es gerade. Scheiße. Bist du jetzt rechts rum? Ne, ich bin jetzt rechts rum am Gefängnis. Sehen wir ja, wenn er da rauskommt. Oh, er ist draußen. Er rennt jetzt nach rechts. Wo bist du? Der rennt nach unten. Er ist nach unten gerannt. Oh, ich hab Fehler hier. Meldung. Pens. Wo ist denn hin? War der schon an der Brücke? Nee, der ist rausgekommen und dann links runtergerannt. Also, wenn er rauskommt aus dem Gefängnishof. Links. Und dann sah das so aus, als wäre der da komplett den Berg runtergeglitscht. Toll. Ach, dort ist er. Nee, bist du das? Am Eingang dort? Nee, am Eingang bin ich. An der Brücke ist er. Der läuft über die Brücke jetzt. Über die Brücke läuft einer. Ja, ich sehe ihn. Bist du das hier neben mir? Ja. Ja. Okay. Frage, geht er zum Gefängnis? Oder ist er nach unten gelaufen? Ah, der geht zum Gefängnis. Nee, der ist jetzt in dem Ding. Der guckt jetzt da drin nach. Helm auf. Jetzt geht er gefängt. Oh, der schießt da. Ich? Du schießt.
Ich treff den bloß nicht. Nee. Wo ist er denn? Diesen? Ja, jetzt ist er tot. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt mal getroffen habe. Ich glaube, der hatte auch nichts. Mich hat der überhaupt nicht getroffen gehabt. Also, mich hat er gar nicht gesehen. Ich stand hier schön im Busch hier hinten. Ja, mich hat er einen gesehen. Er hat auch auf mich geschossen, aber. Ja, das hab ich gesehen. Lol, hat er das Magazin ja weggelegt. Ey, Alter, nicht, dass ich das noch verliere. Ich glaube, der war alleine. Naja, ja, was soll's. Hat man wenigstens eine Action. Siehst du, ist doch was los hier. Aber wieder nur ein Einzelner. Ist scheiße, irgendwie. So eine Gruppe wäre mal cool gewesen. Aber wir sind halt auch nur zu zweit, ne? Guckst du bei dem? Ich guck mal nie, dass im Gefängnis noch irgendwie jemand ist, weißt du? Ja, ich guck ja. Oh, der hat eine AKM. Echt? Fett, jo. Da hab ich das Magazin, wenn du das willst. Ja, hab ich auch einen 75er. Ah ja, stimmt. Ich hab da noch einen 30er, kannst du dann als Ersatz haben. Was ist das denn her? Ich beobachte mal hier weiter, nicht, dass dort noch jemand am Gefängnis irgendwie. Boah, ich glaube nicht. Eine AKM. Sonst hat er eine Smurfwest. Oh, der hat einen Superhelm. Perfekt, sehe ich gerade. Echt? Den ganzen Kram, ja. Also hier diesen normalen Ballistikhelm, auch noch in Pristine. Hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Die AKM ist weg. Doch nicht jetzt. Oh nee, ach komm, mach keinen Mist. Weg. Ja, dann werde ich die Dings wegwerfen. Kannst, ja, genau. Die AKM. Der hat hier noch die Shotgun, die hat er in die Hand gehabt, dann in der Hand gehabt, dann oder was? Ja, schätze ich mal, weil der nämlich keinen Mac hat. Wo bist du jetzt hingelaufen? Hinter? Hinterm Zaun. Willst du die Magazine haben dann? Ich behalte die AKM, ich habe keinen Bock, dann noch 10 Waffen. Ich gebe dir auch noch Magazine, da kannst du mir eins geben zumindest. Okay, ich habe hier eins hingelegt, genau an die Stelle. Ja, hab's, danke. Warte, ich kann dir noch eins geben. Den nee, ich habe nicht so viel Platz, Ansonsten muss ich ein MP5-Magazin weglegen. Ah, lege ich weg. Kannst du mir eins geben. So viel brauche ich zwar nicht, aber egal. Tag. Dann hast du jetzt 4 Stück oder so, ne? Ja. Ja, egal. So, AKM, was? Wissen jetzt mit Schalldämpfer und alles. Ja, die habe ich jetzt drauf gemacht von der alten Waffe. Stimmt. Zum Glück hatte der mich nicht gesehen, sondern auf mich geschossen, ey. Der hat der Panik, glaub. Dass jemand auf ihn schießt. Weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe, durch den Scheiß. Ich bin auch nicht in die Ansicht gegangen, muss ich ehrlich zugeben, weil ich so ein bisschen im Busch stand, da in die mit Rechtsklick, weißt du, dass die Waffe genau vor dir sind, die First Person. Ach so. Ich hatte so geschossen, weil ich halt in dem Busch so stand. Weiß ich nicht, ob ich den dann noch so gut gesehen hätte. Aber egal, du warst ja dann da. Ja, okay. Deine AK-74 liegt jetzt hier rum. Ja, ja, ich habe keinen Bock auf 2 Waffen jetzt. Ne. An dem Pförtnerhäuschen ist nix. Alter, war der gerade? Keine Ahnung, ob der was mitgenommen hat. Nee, hier liegt gar nix. Ich guck nochmal, ob der, vielleicht hat der ein Dings eingesteckt, einen Kasten. Ich hab bloß, dass hier andere Spieler jetzt geschwommen kommen, ey. Angst gerade. Naja, sonst hat er nix. Ja, Gefängnis, warte, sollen wir nochmal rein? Ja, bauen wir jetzt mal rein, der war ja gerade dort, der wird alles haben. Oder? Willst du nochmal rein? Nö, nicht unbedingt, ne. Sollen wir dann hier rausloggen oder wolltest du noch rüberschwimmen nochmal? Ah, da schwimmen wir lieber nochmal rüber und dann loggen wir aus. Okay, und das ja, ist das nächste Mal nicht machen, weißt du? Ja, ja, hast du recht. Fetten AK, ey. Ja, ja, das hat. Gedacht. Siehst du, da hat sich doch der Ausflug hier rüber gelohnt. Das stimmt wohl. Da kann ich die ganze. Ach, Fox Money. Weißt du, wie viel Fox Money ich noch einstecken habe? Na, das ist gut. Erstmal, die brauchst du nicht, ne? Erstmal nicht, ne. Ich habe hier keinen. Oh, mein Typen ist kalt. Ja, was? Ne. Komm, Waffe wegstecken. Oh, ja,
reagiert wieder ein bisschen. Und los geht's. Naja, gut. Perfekt. Ich dachte erst, da hätte noch ein anderer geschossen, wo du geschossen hast. Nee, das war da nicht. Ich habe extra dort gewartet, weil ich wusste, der will in den Eingang rein. Aber ich hätte den gleich richtig anvisieren sollen in der First Person, aber da hatte ich dann doch nicht mehr die Zeit zu. Dann hatte ich Angst, wenn ich die First Person gehe, dass ich den dann irgendwie, weil es ja kurz wegblendet, irgendwie aus dem Sichtfeld kurz verliere, weißt du? Ja, der ist dann eh abgehauen, ne? Ja, der ist dann der so zickzack hin und her weg und dann hat er überlegt abzuhauen, aber dann hast du ja schon auf ihn geschossen zum Glück. Ja, der wusste wahrscheinlich gar nicht, von wo du schießt. Eben, das war das Gute, weil ich so in dem Busch stand, das war das Gute. Oh ja, arme Sau. Jetzt wusste ich, dass das jetzt wieder kommt. Ja, das, ich habe schon drauf gewartet. Was soll es? Uns geht's auch nicht anders. Ah, stimmt wohl. Aber trotzdem, ich mag die immer alleine rumrennen. So wie Lone Wolves. Ja. Das ist schon hart für die irgendwie. Wenn da so eine ganze Horde ist, dann juckt mich das nicht. Aber so die einzelnen Spieler. Ja, das stimmt schon. Deswegen ärgere ich mich auch mal, dass immer nur Einzelne mir treffen. Aber so eine Gruppe wäre halt mal cool wieder. Ja, da hätte ich auch Lust drauf. Am besten am Nord. Ja, genau. Ach, dann kann ich ja gleich schon mal anfangen mit Laden, theoretisch, ne? Ja, kannst du eigentlich machen, stimmt. Wenn du jetzt nichts anderes noch spielst oder machst. Nö. Irgendwie habe ich gerade keinen Trieb, irgendwie was anderes zu zocken. Nö, ist auch nicht so unbedingt. Dann überlege ich mal wieder Dings zu spielen, ja. GTA, so ein paar Monster-Stunts zu machen oder so ein Mist. Die Story bin ich ja durch, ja. Irgendwie kein Bock, weiß auch nicht. Ja, weil wir es ähnlich haben auch zur Zeit. Ja. Kommt da bestimmt was in der Klotze gleich. 7:45. Ja, irgendwas bestimmt, ja. Vielleicht spielt Nabil morgen mit. Mal gucken. Na, das wäre nicht schlecht, zu dritt wäre auf jeden Fall besser, wenn wir dann in die Stadt rennen. Ah, er muss ja erstmal runterkommen. Nee, wo ist er denn überhaupt? Er ist ja wohl ganz anders. Er ist dann noch Berezina noch. Ah ja, Berezino, genau, ja. Oh, schwatz mal den Typ an da aus seinem Video, also der geschrieben hat. Ja, kann ich mal machen. Ja, nicht verkehrt. Wenn er ein bisschen älter ist. Ja. Er hat sich halt über 200 Stunden und kennt die ganze DC-Map auswendig. Das hört sich doch schon gut an. Wenn ich gerade wenig, 200 Stunden. Ja, 200 ist schon okay. Ah. Ich habe jetzt, du hast ja 700, ne? Naja, ja, 700, ein paar zerquetscht. Ja, jetzt, ich habe... Ich hab 500 paar zerquetschte gelaufen. Und dann noch mit dem anderen Account, den ich hatte. Stimmt, du hast ja ewig mit dem anderen gespielt erst noch. Stimmt, ja. Aber gekauft hat den kein Mensch. Hast du den immer noch? Ja. Müsste ich mal wieder reinsetzen. Naja. Hat doch schon mal einen Kollegen gefragt. Will keiner oder was? Nee, der ist so stark beschäftigt mit seinem Job, mit seinen Belagen. Hm. Also der hat früher auch immer gut gezockt. Ach so? Aber jetzt so in letzter Zeit. Ja, der David, der spielt ja nur noch PlayStation 4. Wenn er mal zockt. Spielt gar nichts mehr am PC. So ist das. Ja. Ja, wenn man keinen Bock hat, hat man halt keinen Bock. Nee, man kann sich ja nicht selber zwingen. Nee, eben, das stimmt schon. Wenn ich keinen Bock habe zu zocken, dann. Und trotzdem spielen nach 10 Minuten, dann mache ich wieder aus. Ja, das ist bei mir auch so.